Und damit willkommen zurück zu Zelda. Wir haben das letzte Element, Fragezeichen, gefunden und irgendwas passiert hier gerade. Erst dachte ich, es sei vielleicht irgendwas Böses, aber die Musik klingt eher, als würde irgendwas Gutes passieren. Wir hören uns jetzt einfach mal an, was hier geschieht. Der König. Kind. Kind, dass du versuchst, Prinzessin Zelda zu retten. Mein Name ist Gustav. Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Komm hierher zu mir. Dann wird sich ein Weg öffnen. Nanu? War das ein Traum, eine Illusion? Er sagte, er sei der König von Hyrule, aber... Oh, Link, schau mal auf die Karte. Da ist etwas markiert. Also war es doch kein Traum. Lass uns in den heiligen Städten das Element übertragen. Okay, jetzt müssen wir da hoch. Müssen auch vorher das Zeug da noch abgeben. Dafür nehmen wir am besten mal die Ocarina. Das geht schneller. Das war hier, oder? Ja, doch, das müsste hier gewesen sein. Oder? Moment, wo waren nochmal die Dinger, wo wir die Elemente abgeben müssen? Das muss doch hier oben beim Palast irgendwo gewesen sein, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Doch, ich bin mir sicher, dass das irgendwo. Ne, Moment, hier waren wir. Da war da in der Mitte dieses Loch da. Ja, genau. So, ich kurz überlegt, was das war. Das war doch irgendwo hier beim Schloss. Irgendwo hier war doch eine Öffnung oder sowas, wo man runter konnte. Oder nicht? Okay, ist eine Leiter. Waren wir hier schon? Nö, waren wir nicht. Und hier ist ein weiterer Schwertmeister. Ach, wie geil ist das denn? Und ein Erzteil. Sehr schön, damit müssen. Nee, haben wir nicht, oder? Doch, drei. Aber bei mir fehlt ja immer noch eins. Okay, noch drei Stück. Also, wir machen hier mal Licht an. Vielleicht bringt das ja was. Hi. Ich bin Maximus, der einzig wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Jo. Ich bin sicher, die Fackeln kann man. Ja, doch, ich bin mir da sehr sicher. Man kann ja hier theoretisch vorher schon rein, aber ich glaube, da wird er einem nichts beibringen und sagen, es ist zu dunkel hier zum Lernen oder keine Ahnung was. Und man muss erst die Fackeln anzünden, damit vorausgesetzt wird, dass man bei dem erst lernt, wenn man die Dinger hat. Aber das war jetzt totaler Zufall. Ich habe mir gedacht, das ist aber auffällig da drüben, dieses Grasfeld. Vielleicht soll ich einfach mal schauen, vielleicht ist da irgendwas. Und tatsächlich, da war ein geheimer Eingang. Cool. Ja, so ist es manchmal bei Zelda. Einfach irgendeine auffällige Wand oder so und dahinter verbirgt sich irgendein Riesen-Secret. So. Du musst voll Energie haben. Zweitens, zücke dein Schwert. Mehr ist nicht zu tun. Hast du das verstanden? Ja, war ja nicht gerade schwierig zu erklären. Das höre ich gern. Doch Wissen allein reicht nicht. Schwertechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich diese Technik ausführen. Also es ist immer wieder dasselbe Text. Ja, Marionettenzauber wie immer. 1, 2, 3. Marionette nun sei. Okay, also wir haben diese. Aber inwiefern unterscheidet sich das jetzt von den. Naja, das ist cool, aber inwiefern unterscheidet sich das von der anderen Technik, die wir gelernt haben? Strahlenattacke erlernt, cool. Funktioniert nur bei voller Energie. Also gut, ich meine, der eine funktioniert halt, wenn wir wenig Energie haben, der funktioniert, wenn wir volle Energie haben. Aber die Technik an sich ist doch genau dieselbe. Oder macht die, wenn ich wenig Energie habe, dann mehr, weniger Schaden oder mehr Schaden oder so. Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall cool, wir haben einen coolen Schwertlaser. Sehr schön, gefällt mir. So, aber wo war jetzt das Ding da, wo mir die. Vielleicht da? No. Ach Gott, wo war das denn? Oder war das im Schloss drin? Das kann doch nicht sein, das muss doch irgendwo gewesen sein.
Aber Moment, ich kann mich an dem vorbeischleichen. Ja, komm. Halt's Maul. Ja, ist gut. Vielleicht findet sich so noch ein Secret. Vielleicht war es auch hier. So. So, wie mache ich das jetzt? Ah, das war jetzt knapp. Glück, dass der mich nicht gesehen hat. Ah, das ist jetzt dumm. Was? Wer hat mich denn... Ja, aber jetzt siehst du mich. Ach, natürlich. Das ist doch, als ob er mich jetzt gesehen hat und vorhin nicht. Also bitte, jetzt wird's lächerlich. Eigentlich stand er jetzt sogar weiter von mir entfernt als vorhin. Komm schon. Ich bin mir sicher, dass das Ding für die Elemente irgendwo hier im Schlosshof war. Das Problem ist halt gerade, normalerweise weiß man solche Dinge halt einfach, aber in meinem Fall halt nicht, weil das letzte Element, das ich abgegeben habe, war vor irgendwie 3 Monaten oder so und deswegen kann ich mich da an die Standorte nicht mehr erinnern. Das ist doch lächerlich! So, aber der sieht mich beispielsweise nicht. Der kann nicht auf die rechte Seite der Hecke schauen. So, oder der da. So, wenn ich hier stehe, siehst du mich nicht. Lächerlich. Komm schon. Geh einfach darüber und lass mich in Ruhe. Das für mich hier nicht sieht, ist dafür lächerlich. So, wie mache ich das jetzt? Okay, wir sind irgendwie drüben. Und jetzt schon wieder eine Leiter. Aber mit was dieses Mal? Mit einer Schlange, okay. Soll ich hier hin? Ich weiß es ja nicht. Aber es ist auf jeden Fall irgendein geheimer Weg ins Schloss oder so. Aber Moment, Moment, Moment. Ah, jetzt erinnere ich mich. Ja, genau. Und hier rein ging es jetzt zu... Ja, genau. Okay. Found. Gut, dann haben wir es ja doch noch gefunden letzten Endes. Wie gebe ich das jetzt ab? Ja, ohne Witz, wie gebe ich das jetzt ab? Da auf die Tafel, oder? Ich war halt hier echt schon seit 3 Monaten oder so nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Ganze ablief. Normalerweise ist es ein Hauptelement des Spiels, weil man hier nach jedem Dungeon herkommt, aber ich habe das echt total vergessen. So. Lade das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet. Ja, das haben wir doch gemacht. So steht es geschrieben. Ah. Okay. Jetzt fehlt tatsächlich noch ein Element. Schönes blaues Schwert. Das Tropfenelement wurde übertragen. Und durch die Übertragung des Elements kannst du dich jetzt 3 teilen. Okay, also wird das Ganze noch komplizierter. Eieiei. Ja. Ich kann mich jetzt 3 teilen. Okay, nice. Sieht aber schön aus mit dem Blau. So, und beim letzten Element kann ich mich dann vervierfachen, oder? Wir müssen erstmal zu dem König. Jetzt will ich aber noch wissen, was da drüben links war. Ich könnte mich jetzt auch im Schloss umschauen und theoretisch mal den König besuchen gehen. Weil wir wissen ja, dass der von Vati irgendwie kontrolliert wird oder so.
Kann halt auch sein, dass die Wachen mich dann einfach rausschmeißen. Jetzt schaue ich erstmal, was hier ist. Hier sind Feen, das ist sehr schön, denn da brauche ich welche. Nicht nur welche, da brauche ich sehr viele. So. Also ich nehme auf jeden Fall jetzt 3 Feen mit, der restliche Quatsch, da bringt uns eh nicht viel. So, wie kriege ich jetzt die letzte da rein? Okay, der ist jetzt irgendwie ein bisschen in der Wand verpackt, aber egal. Okay. Na komm. Okay, dann will ich jetzt wie gesagt mal beim König vorbeischauen, ob da irgendeine Sequenz oder so ausgelöst wird, wenn ich da jetzt reinstapfe, weil vielleicht merkt Ezelo ja irgendwie, dass da was nicht stimmt mit dem oder so. Wenn ich überhaupt rein kann, kann auch sein, dass jetzt irgendwelche Wachen, die sagen, nee, nee, geht nicht, Junge. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Ist alles zu. Toll. Wo war der denn? War das da, wo das Triforce dran war, nicht die Tür? Okay, anscheinend ist hier irgendwie alles versiegelt. Ja gut, dann kommen wir ja doch nicht weiter. Schade, hätte ja klappen können. Gehen wir da raus. Und versuchen jetzt mal den Dingens zu finden, diesen alten König da. In einem sogar komplett neuen Gebiet. Ja, bring mich mal dahin. Und wir geben Geld aus. Ganz wichtig, wir geben Geld aus. Nicht in der Bücherei. Ich kann es verbleiben, okay. Das merken wir uns mal. So, hier wollte ich rein. Weil uns fehlen ja immer noch diese Bücher da. Eine Büchersendung angekommen, das ist cool. Magnus Schwertbiel Band 4, willst du sie lesen? Jo. Magnus Schwertbiel Schwertfiebel Band 4. Misst dich mit den Mächtigen. Bist du schon einer Kreatur begegnet, die glänzt wie Gold? Sie erscheint nur selten, wenn man ganz bestimmte Fragmente vereint. Sie ist unvergleichlich stark, doch sie lässt etwas Wertvolles fallen. Wenn du sie besiegst, lass dir diese Chance nicht entgehen. Weiterlesen, weiterlesen. Was tun Meister Magnus? Die Käferstachel ist voller Stacheln. Der stachelige Panzer ist gegen Angriffe mit dem Schwert immun. Rammen sie dein Schild, fallen sie auf den Rücken und sind hilflos. Du kannst sie auch mit dem Wirbelstab umkippen oder mit Bomben. Oder versuche es mit der Sturzattacke. Höchst informativ, nicht wahr? Die 8 Wunder von Hyrule 4. Fernzünderbomben. Es gibt Bomben, die explodieren genau dann, wenn du es willst. So sagt man jedenfalls. Es ist natürlich nur ein Gerücht. Okay. Gehab dich wohl, werter Leser. Ich machte vor kurzem eine Reise zur Longlong Farm. Magnus der Erste soll einst eine Kuh mit bloßen Händen besiegt haben. Dies erscheint mir nicht wirklich erstrebenswert. Kühe sind schließlich keine echten Gegner. Der Folgeband wird Band 5 sein. Okay, können wir neue bestellen? Ja, mach einfach. Das ist wahrscheinlich hier die Quest, die am meisten Geld frisst. So, ja, ist gut. Ja, ist gut. Ja. Okay, der ist ja auch schon. Magnus Schwertfiebel Band 5, wüsste sie lesen, ja. Magnus Schwertfiebel Band 5, Kampf der Elemente. Du bist vielleicht schon einem Monster begegnet, das Eisflüche verwendet. Dieser Gegner hat die lästige Eigenart, immer wieder aus dem Nichts aufzutauchen, zu attackieren und damit zu verschwinden. Richte doch einmal die Lampe auf ihn, Feuer gegen Eis. Weiterlesen. Was tun Meister Magnus? Moblins, halb Mensch, halb Schwein. So heißen die Gegner also, okay. Sie sind große Gegner, die sich meist nahe vom Tiloria-Wald aufhalten.
Kämpfe mit dem Schwert, edler Recke. Deine Mühe wird reich belohnt werden. Die 8 Wunder von Hyrule 5. Talismane. Ohne dein Zutun verbessern sich deine Fähigkeiten. Wie wunderbar. So heißt es jedenfalls. Es ist natürlich nur ein Gerücht. Gab dich wohl, werter Leser. Gestern besuchte ich Alberich. Ich bin froh, dass er wohl auf ist. Doch da war dieser ältere Herr mit grünen Hosen auf dem Hügel. Nun, bis zum nächsten Band. So, ich muss ja eventuell erstmal bestellen. Ja, weiß ich schon. Danke. Wenigstens wird es nicht immer teurer. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, fehlen noch genau 3 Bücher, jetzt noch genau 2. Tatsächlich. Magnus Schwertfiedel Band 6. Müssen Sie lesen, ja. Magnus Schwertfiedel Band 6. Nicht feuerfest. Kennst du jene Kreaturen, die am ganzen Körper bandagiert sind? Ja, die Mumien. Sie umklammern dich, wenn du in ihre Nähe kommst. Auch diese unangenehmen Gesellen haben eine Schwachstelle. Ihre Bandagen sind leicht entzündbar. So nimmt denn jenes einem, das brennt. Was tun, Meister Magnus? Todeskrabscher und Terrorkrabscher. Riesenhände, die nach dir greifen. Besiege diese fiesen Gegner mit Pfeil und Bogen. Die 8 Wunder von Hyrule 6. Also ich habe das Gefühl, diese 8 Wunder sind die wichtigsten. Rubinschleime. Gierige Menschen werden von ihnen festgehalten und bestohlen. Je gieriger du bist, desto mehr Rubine werden dir geraubt. Sagt man jedenfalls. Es könnte allerdings auch ein Märchen sein. Weiterlesen. Gab dich wohl, werter Leser. Und wieder erhielt ich einen Leserbrief. Was ist dein Hobby? Training. Also dann, bis zum nächsten Band. Band 7. Wohl auf. Ich überlege gerade, ob ich den letzten noch bestellen, also den vorletzten auch noch gleich bestellen soll oder ob ich es jetzt erstmal lassen soll. Ich glaube tatsächlich, ich lasse es erstmal, um ein bisschen Geld zu sparen, weil... Ja, ich weiß ja nicht, was noch kommt. Eventuell kommt mal eine Quest, wo wir irgendwie, also eine Hauptquest, wo wir irgendwie Geld für brauchen und... Ja, da wäre es natürlich dumm, wenn ich jetzt mein ganzes Geld verprassen würde. Deswegen lasse ich das vorerst. Teil der Königsfamilie. Okay. Und jetzt kann ich ja schwimmen, stimmt. Jetzt können wir auch wieder so viel machen durch die Schwimmflossen. Ein Glücksfragment erhalten, sehr schön. So, also wir können da jetzt runter, wir könnten aber auch schon weiter. Ich höre jetzt mal, was hier ist. Nicht viel anscheinend. Oder kann ich hier Bomben legen? Nee, kann ich nicht. Okay. Nur Feen. Das kann gar nicht sein. Als ob hier nur Feen sind. Ist aber echt so. Ich kann es zwar irgendwie nicht ganz glauben, aber ist echt so. Na gut. Kann man sonst hier noch irgendwo hinschwimmen? Ja, darüber halt. Aber da konnten wir auch nochmal hinlaufen, das hat uns also nichts gebracht. Der Laser ist schon so ein bisschen overpowered. Gut, gehen wir weiter. Drüben ist wieder der blaue Tingel, aber da waren wir ja auch schon. Die Ni No Kuni Katze. Und hier kann ich jetzt auch wieder schwimmen. Aber eigentlich wollten wir ja nach oben. Ich meine, gut, streng genommen kommen wir auch so nach oben, wollte ich gerade sagen. Und nein, kommen wir nicht. Aber warum kann ich dann hier schwimmen? Warum kann ich hier schwimmen, wenn hier nichts ist? Oder ist das nur, falls man hier ins Wasser gehen soll, dass man halt eine Möglichkeit hat, wieder rauszukommen? Das kann natürlich sein. Aber ich muss irgendwie auf die Seite. Ja, okay, dann ja. Hier waren wir schon? Okay.
Aber hier kommen wir jetzt weiter. Jetzt können wir uns ja verdreifachen. Boah, wenn das erstmal dann 4 sind, Alter. Da kann man so asoziale Rätsel mitmachen. So Laufrätsel zu verfolgen. Der eine muss oben und dann musst du da eine Lücke dazwischen lassen, weil der andere ja dann wiederum da durch den Stein oder so nicht weiter kann. Und dann noch eins weiter runter, gibt es wieder sowas. Boah, da kann man so viel asoziales Zeug mitmachen. Ja, und jetzt? Was bringt es? Was bringt dieser Schalter? Bringt er überhaupt irgendwas? Ach, Moment, fährt er die Brücke hoch? Sehe ich das gerade richtig? Nee, tut er nicht. Das sah jetzt gerade so aus, als wäre die Brücke irgendwie weiter nach oben gefahren. Nee, was tut denn dieser Schalter bitte? Also der Schalter irritiert mich irgendwie. Ja, da sehe ich gerade nicht wirklich einen Sinn für. Egal. Ignorieren wir das Ding. Vielleicht haben wir den auch schon irgendwie ausgelöst, mal für irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist auch egal. So, eine Truhe. Mit 2 mysteriösen Muscheln. Ich muss die echt mal wieder ausgeben, die ganzen Dinger. Ich habe davon mal so viele ausgegeben für Trophäen, aber es sind immer noch so viele. Okay, will ich das mal so sagen darf, die Atmosphäre hier ist ziemlich geil und deswegen machen wir hier jetzt einen Cut und sagen danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.